EU und andere Staaten sollen nicht nur Präsident Putin treffen, Oligarchen, Geschäftsleute und Politiker, sondern auch den russischen Finanzsektor. Dabei ist vor allem sie ein wichtiges Ziel dieser Sanktionen, die russische Zentralbank. Ihr soll es schwerer gemacht werden, Putins Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Heute Morgen traten die Sanktionen gegen die Zentralbank in Kraft und zeigten sehr schnell Wirkung. Moskau am Vormittag. Lange Schlangen vor den Banken wie in den vergangenen Tagen gibt es nicht mehr. Die erste Panik vorbei. Doch die Sorge der Menschen weiter groß. Denn in der Nacht setzte die Europäische Union die Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Diese reagierte umgehend, erhöhte den Leitzins daraufhin von 9,5 auf 20%. Der Rubel verlor an der Spitze über einen Viertel seines Wertes und stürzte auf ein neues Rekordtief. Ich habe wenig Geld, deshalb verfolge ich den Rubelkurs nicht wirklich. Ich weiß aber, dass alles teurer wird. Uns wird es schlechter gehen. Wir sind Rentner, es ist schwer für uns. Wir sind auf die Hilfe unserer Kinder angewiesen, ansonsten überleben wir das nicht. Auch die Schweiz übernimmt nach längerem Zögern die EU-Sanktionen gegen Russland. Russische Geschäftsbanken werden nun vom internationalen Finanznetzwerk SWIFT abgekoppelt. Und vor allem die russische Zentralbank an den westlichen Finanzmärkten nicht mehr handlungsfähig. Der Wert der Währung verfällt im inneren wie im Außenverhältnis. Und hier greift eine Sanktion, die es so in der Form für eine große Volkswirtschaft noch nie gegeben hat, dass man nämlich die Zentralbank isoliert. Fußball-Zweitligist Schalke 04 beendete heute seine Zusammenarbeit mit Gazprom, seinem russischen Sponsor. Immer mehr Unternehmen kappen ihre Verbindungen nach Russland. So auch der britische Energiekonzern BP, der sich von allen Anteilen am russischen Ölunternehmen Rosneft getrennt hat. Und die Türkei meldet derweil, dass sie Kriegsschiffe jetzt daran hindert, durch den Bosporus ins Schwarze Meer zu fahren. Das hatte die Ukraine 2 Tage zuvor gefordert. Derzeit warten mindestens 4 russische Kriegsschiffe auf die Durchfahrt. Allerdings hatten in den vergangenen Wochen schon mehrere Kriegsschiffe die Meerenge passiert.